Ladung befestigen mit X. Aha. Ich versuche meine Plattenladung aufzuladen. Das wäre cool, wenn das gerade, ne? Ja, dann hätte der Unimog noch richtig einen Nutzen davon. Wir testen das mal. So, das seid oben drauf. Nur mal kicken. Ach, von draußen kannst du die Heckhydraulik an- und abbauen. Mit M. Die hab ich jetzt abgemacht. Das ist Ladefläche, ne? Okay, cool. Ja, ich habe mich mit diesen Fahrzeugen jetzt auseinandergesetzt. Ich bin begeistert immer noch von den Glasfahrzeugen, die wir jetzt haben. Fronthydraulik kannst auch an- und abbauen. Dann steigen wir mal ein. Ladung festigen X. Aufbau wechseln. Ey, Sepp, das ist cool. Der Unimog, der hat eine Ladefläche. Dann mit Y eine kleine Schale und mit nochmal Y eine große Schale. Warte mal, ich komme zu dir. Ich bin gleich da. Ja, das kann ja nicht sein, dass das einfach nur so ein Auto ist, ne? Da muss er ja irgendwelche Funktionen haben. Sonst hätten die ja bei LS nicht gesagt, den nehmen wir. Sieht gut aus. Stopp! So, zeig ich mal her. So, wo bist du denn? Ich sehe dich schon wieder Ich bin nicht. neben dir. So, dann mache ich hier mal Ladung befestigen. Haben wir mal hier Aufbau wechseln. Den hier und ein Ah. bisschen. Wow. So ist gut, da fällt das auch nicht runter. Dann kannst du halt von außen Hydraulik an- und abbauen immer, ne? Wenn du dich vorne oder hinten ranstellst. Krass. So macht der Unimog Spaß, sag ich dir, du. Jo, auf jeden Fall, da freue ich mich. Auf vorsichtig fahren, die Palette will runter hier. Vielleicht noch falsch raufgesetzt oder was? Der Ladung befestigen macht er nicht, ne? Oh, vorsichtig fahren, aber geht ja. Boah, seid nicht so wie ein Henker drauf düsen, ne? So, einmal Wolle zum Mitnehmen hier. So.
Weg ist er. Wunderbar. Schönes Ding. Ich weiß jetzt ja, wie ich mein Palettenort wegkriege.